der Kärntner Piraten. Piraten kümmern sich ja üblicherweise im Geheimen. Die Österreich, die Piraten, also die Piraten, die Sie jetzt als Partei kennen, die tummeln sich halt hauptsächlich im Internet. Sie sehen sich in erster Linie als Angebot an die jungen Leute. Und Sie sagen auch, Sie haben die vernünftigen Lösungsangebote, die die jungen Leute verstehen. Was sind denn das für eine? Prinzipiell auch Mitbestimmung nach der Wahl. Das heißt, wir sind die Partei, die das Angebot haben für die Jugend. Die Jugend ist halt angebunden ans Internet, die kann googeln, die kann alles machen. Die sollen doch in Zukunft auch ihre politische Meinung auch übers Internet abgeben können und die sollen auch gehört werden. Und was wir mit dem Herrn Landeshauptmann bzw. mit der FPK gemeinsam haben, wir treten alle beide das erste Mal in Kärnten an. Und welche Koalition würden Sie gerne sehen für Kärnten? Ich glaube, es gibt seit 2008 einen Grundsatzbeschluss der Piraten, dass wir nicht koalieren. Was wir allerdings machen, ist, wenn Themen heranstehen, wo wir koalitionsmäßig Thema bearbeiten, dann gehen wir recht gerne. Wäre Ihr Lieblingslandeshauptmann? Dame haben wir ja keine und die Eva steht nicht zur Wahl, die ist schon. Wen würden Sie gerne als Landeshauptmann sehen? Nein, es gibt da keine Präferenzen, es gibt ein paar Vorgespräche, gibt es auf alle Fälle. aber wie gesagt, die stimmenstärkste Partei soll, und das ist, da hat der Wähler das Recht, die stimmenstärkste Partei soll den Landeshauptmann stellen.